So, Cancel Culture ist ein Begriff, glaube ich, die in meiner Heimat geboren ist und nach Deutschland gekommen ist. Und vielleicht der feine Unterschied ist, es ist alles ein bisschen, glaube ich, krasser in Amerika, weil da geht es tatsächlich um das möglichst Ruinieren von jemandem in jeder Hinsicht und läuft sehr viel im Internet ab. Hier ist es vielleicht ein bisschen milder und differenzierter in Deutschland und es ging tatsächlich manchmal um Absagen von Veranstaltungen. Und man fragt sich, woher kommt das und warum gibt es das jetzt in diesem Moment? Also Houston, we have a problem. Und sicherlich hat das mit dem Versagen eines Systems zu tun, dass wir immer noch wirklich Probleme haben mit der immer diverser werdenden Gesellschaft. Und auch in meiner Heimat seit ein paar hundert Jahren kann man immer noch nicht klarkommen mit der Tatsache, dass Menschen verschiedene Hautfarben haben und leben alle zusammen in einer Welt. Und das ist natürlich das Positive dran, dass man darauf aufmerksam gemacht hat. Aber leider finde ich, es gibt sehr viel Negatives dabei. Es fehlt das kritische Umgang mit dieser Problematik. Ich glaube, Menschen haben das Gefühl, sie müssen die ganze Sache sich selbst in der Hand nehmen. Sie haben gecheckt im Internet, das kann man, das funktioniert. Und ich meine, I'm sorry, das ist wie so eine Art Blockwart-Mentalität, die plötzlich in der Gesellschaft herrscht, wo du und ich, wir dürfen alle Polizist sein, weil es fehlt ein Rechtssystem, der irgendwie dafür vorgesehen ist, gut damit umzugehen, sodass wir alle damit zufrieden sind. Und dann fragt man sich, warum dürfen Menschen plötzlich wie Polizisten agieren? Und warum fühlen sie sich gezwungen, Sachen, die eine andere Meinung vertreten oder Menschen, die eine andere Meinung haben, einfach ausschalten zu müssen? Woher kommt das? Und ich glaube, das hat mit grundlegenden, unausgesprochenen Ängsten in der Gesellschaft zu tun, eine Undurchsichtigkeit der Ordnung in der heutigen Gesellschaft, die uns ungeheuer stresst und dieses Verlangen nach Ordnung dabei. Aber es ergibt sich dabei ein Dogmatismus, die überhaupt nicht mit liberales Denken mehr zu tun hat. Weil liberales Denken ist eigentlich Toleranz und Offenheit. Und das ist Risiko eigentlich. Das ist etwas, wovon wir alle Angst haben. Wir wollen uns alle immer sicher mit uns selbst fühlen und wir schließen immer aus, was uns Angst macht. Aber in Momente in der Gesellschaft, wo es den Menschen gut ging, haben sie eigentlich eine Offenheit gezeigt. Die haben Freude an das andere gehabt. Und ich würde mir wünschen, das gibt es wieder.